Herzlich willkommen hier am Dom St. Peter zu Worms. Mein Name ist Tobias Schäfer, ich bin der Propst hier am Dom, das heißt also der Pfarrer für die Domgemeinde. Die Martinsgemeinde hier in Worms gehört auch noch mit dazu. Und ich darf eben auch mit Verantwortung tragen für dieses wunderbare Bauwerk hier in Worms. Im Jahr 2018 durften wir das Jubiläum feiern. Genau 1000 Jahre war es daher, dass der Dom eingeweiht worden ist. Und das war für uns natürlich ein besonderes Ereignis. Der Wormser Dom ist aber nicht nur ein hervorragendes Bauwerk, sondern er ist eben auch ein Ort, an dem sich über 1000 Jahre hinweg immer wieder Geschichte abgespielt hat. Dass hier Kaiser geheiratet haben, dass hier ein Papst gewählt worden ist, dass hier Reichstage stattgefunden haben, Fürsten, Kaiser, Päpste ein- und ausgegangen sind, das ist schon etwas ganz Besonderes, hier sein zu dürfen. Eines, was mich in jüngerer Zeit besonders begeistert hat und fasziniert hat, das sind unsere neuen Glocken. Und die möchte ich euch gerne heute zeigen. Ja, das ist der Aufgang zu einem unserer Türme. Vier Flankentürme hat ja der Wormser Dom und wir haben hier überall solche Kanäle, solche Durchlässe durch diese Wendeltreppe hindurch. Da sind früher die Glockenseile durchgegangen. Die haben jetzt allerdings nicht nur einen historischen Wert, dass wir die gelassen haben, sondern die haben auch einen schönen, ja, Naturschutzwert, könnte man sagen. Der Nabu hat hier wunderschöne Kästen angebracht für die Fledermäuse. Die mögen sie aber scheinbar nicht so sehr wie diese alten Glockendurchlässe. Hier sind wir jetzt über dem Mittelschiffdach des Domes. Dieses, was hier wie Gebirge aussieht, das sind die Gewölbe des Doms. Und das ist für mich ein ganz faszinierender Ort, weil hier merkt man auch viel von der Geschichte des Bauwerks. Da sind eben auch viele Kriege durchgegangen. Er ist 1689 ausgebrannt, der Dom. 1945 im Bombensturm ist das Dach komplett abgebrannt. Da die Gewölbe dann auch Wind und Wetter ausgesetzt waren, hat man sie nach dem Krieg, bis man das Dach wieder aufrichten konnte, mit einer Betonschicht überzogen, einfach um sie einigermaßen wasserdicht zu bekommen. Weil damals eben auch Stahl knapp war, war man dankbar, dass die Amerikaner zugestimmt hatten, dass aus den Resten einer Behelfsbrücke über den Rhein, aus den Stahlträgern dieser Brücke, hier der Dachstuhl errichtet werden konnte. Also von daher zeigen die auch ein bisschen der Kriegsgeschichte, der Zerstörung und eben dann aber auch, wie es weitergeht nach dem Krieg. Ja, jetzt sind wir hier in der Glockenstube, eines unserer beiden Glockentürme. Bis vor wenigen Jahren hingen hier keine Glocken drin, war hier noch alles leer gewesen. Denn der Dom hatte nach dem Krieg nur drei Glocken, was für dieses gewaltige Bauwerk eigentlich sehr bescheiden war. Und dann kam eben vor ein paar Jahren unsere 1000-Jahr-Feier. Und das war für uns der Anlass, dass wir gesagt haben, jetzt soll der Dom wieder ein volles Geläut bekommen. Und wir konnten zur 1000-Jahr-Feier mit Hilfe des Dombauvereins 5 neue Glocken anschaffen. Und 4 von diesen 5 neuen Glocken hängen jetzt hier in diesem Turm. Unter anderem eben die größte Glocke unseres Geläuts, das ist die hier, die den heiligen Bischöfen Rupert und Amandus geweiht ist. Sie wiegt fast 3 Tonnen, 3000 Kilo. Das ist schon ein faszinierendes Geschoss, muss man sagen. Und so klingt das dann, wenn man ganz, ganz sanft und leise die Glocke anschlägt. Und dann kann man sich vorstellen, was hier für ein Getöse ist, wenn die Glocken richtig schwingen und läuten. Dann möchte man, glaube ich, hier in der Glockenstube sich nicht aufhalten.